Nemzi versus Gul'dan. Your soul shall be mine. Let's have some fun. Gegen einen anderen Warlock. Was ist denn gegen einen anderen Warlock wichtig? Das könnte ein Zulok sein, das heißt Doomsayer. Und er schon mal. Das ist ein, wenn das. Ganz ehrlich, ist ein Zulok, oder? Ich tendiere einfach auf Zulok, dann ist das eine gute Hand. Was habe ich eigentlich verpasst? Ist Rush das neue Charge? Ach, Epic. Ey, Rush gibt's schon ewig. Und Rush ist wie Charge, nur kann es nicht Face gehen. Also nur auf Minions. Hallo Lupo, grüß dich. Oh, ist es jetzt schon richtig, Doomsayer zu spielen? Nee, oder? Nee, das sehe ich überhaupt nicht ein. Hallo, Willem, Rove, guten Abend. Noch könnt's ja, noch heißt es ja nicht, dass es ein Zulok ist. Auch wenn die Anzeichen dafür sehr hoch sind. Wie schön ist es eigentlich, na, es ist ein Renolog. Gut, dass, wie schön ist es eigentlich, dass wir jetzt eine goldene Nemzi haben. Die haben wir ja seit ein paar Tagen. Finde ich gut. Wo wir schon von Kingdom Hearts reden. Besser geht's doch kaum. Dankeschön, Ende, für die Bits. Vielen lieben Dank. Natürlich, Chovitz. Und ich werde versuchen, bei euch allen fertig zu sein. Wie ist eigentlich Zulok in der Meta? War nicht den letzten Top mehr? Ja, immer noch, aber halt vor allem im im Standard. Im Wild weiß ich nicht. Im Wild glaube ich nicht so sehr. Sehr ätzend. Jetzt hast du so einen cuten Isaac. Richtig, Ende. Ja, das ist aber nicht so schlimm. 2-1-1 ist verkraftbarer als ein 4-4er. Ich will der Allerbeste, die keiner vor mir war. Das geht noch nicht. Das geht noch nicht. Super Dragon, dankeschön für den 30. Sub, Mann. In dem das geht noch nicht. Wir brauchen quasi noch einen Tab und den da. Also der Plan ist jetzt halt Molten Giant into Sunny Fury Protector und dann hoffen, dass er keine Antwort darauf hat. Okay. Weirder Turn. Mal, ist das ein Egglock? Also doch irgendwie eine Art Zulok? Also ein Renolog ist das nicht. Sah erst so aus, weil damals war typische Play Voidwalker, Dark Paddler war immer Renolog Turn 1, Turn 2. Was habe ich verpasst? Was habe ich eigentlich verpasst? Soll ich nicht erstmal einen Hooked Reaver nur spielen? Weil dann könnte ich eventuell Shambler, Molten Giant und Protector spielen. Ich denke, das geht klar. Moin Chris! Gerade spielen wir Wild Ende. Zu erkennen an den Ranken über den Logos. Okay. So, und jetzt kommt nämlich der Play aller Plays. Wir spielen Molten Giant. Into Faceless Shambler. Into Sun Fury Protector. Bring it, Alvin! Bring it! Turn 6! 18, 19 Stats. Let's go! Why do you call? Ohohoho! Ja, moin! Ich spiele es jetzt hier tatsächlich safe. My shield for Argus.
Ist Lethal, wenn es kein Void Lord ist? Ist Lethal. Alter, das Deck flutscht ja richtig. Leckeres Deck! Was ist denn hier los? Das war das Hearthstone-Highlight für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine positive Bewertung da, wenn dem so ist. Und schreibt mir natürlich eure Meinung zum Match unten in die Kommentare. An der Stelle möchte ich mich bitte den da drüben eingeblendeten finanziellen Supportern bedanken. Vielen lieben Dank, dass ihr es mir möglich macht, diese Hearthstone-Videos hier zu produzieren. Falls sich jemand dieser Liste anschließen möchte, klickt einfach mal rechts oben oder unten in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch alle Links zu meinen Social-Media-Kanälen, falls ihr mir auf Twitter oder Instagram folgen wollt, um mehr von mir außerhalb von YouTube zu sehen. Ansonsten lasst auf jeden Fall ein Abo auf dem Kanal da und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, denn nur dann landen die neuen Hearthstone-Highlights auch in eurer Abo-Box oder checkt die beiden Videos aus, falls ihr sie noch nicht kennt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Hearthstone-Highlight.